Spital Zollikerweg ist doch auch etwas Grösseres, verschiedene Disziplinen, die mich wirklich auch überzeugt hat. Mit Nephrologie, Kardiologen im Haus, Pneumologen im Haus. Einfach, dass so wirklich auch mal ein paar mehr Fachdisziplinen eigentlich aufeinandertreffen. Dadurch, dass das auch vom Team getragen wird, dass so junge Leute wie ich schon zu Oberärzten werden können und uns unterstützen und auch immer wieder zur Seite stehen, wenn wir doch mal Fragen oder Unklarheiten haben. Und das ist sicher etwas, was mich enorm weitergebracht hat. Und wir haben es auch gut im Team, wir sind Leute, wir fordern einander, auch mal hinterfragen, aber ich finde, von guter Art, so kommt man weiter. Man wird auch mal kritisiert, aber auch dort finde ich auf eine respektvolle Art. Wir desinfizieren, ist das gut? Dreimal! Das wichtigste Thema bei uns im Spital und bei den Ärzten ist natürlich schon immer die Arbeitsbelastung. Und ich kann jetzt niemandem sagen, wir haben es nicht auch ab und zu streng, aber es wird sehr, sehr gut darauf geachtet, dass jeder nicht überlastet wird, dass man wirklich auch seine Überstunden mal kompensieren kann. Machen Sie mal wie eine Katze ein Buckeli. Ich denke, was es ausmacht, ist, dass man da wirklich sehr eng mit Menschen immer zusammenarbeitet und durch das auch viele Emotionen aufeinandertreffen. Sei das im Team, sei das unter den Ärzten, mit der Pflege, aber natürlich auch beim Patienten, mit den Familienangehörigen. Das irgendwie zu tragen und mit dieser Emotion auch irgendwo mitschwingen und doch auch nicht zu fest und gewisse Distanz zu wahren können.